In dieser DJ Q&A Folge geht es darum, welche Voraussetzungen sollte dein Laptop haben, damit du ihn fürs DJing nutzen kannst, und solltest du auch einen extra Laptop zum Beispiel fürs DJing nutzen, und ja, welche Modelle eignen sich, welche Hersteller, alles darum geht es eben, welche Anforderungen muss er auf jeden Fall erfüllen, dass du sicher sein kannst, dass du eben einen Gig auch über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre damit bestreiten kannst. Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts, und alle Infos gibt's jetzt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge DJ Q&A, in der wir die Frage bekommen haben. Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich möchte mir endlich einen MacBook zum Auflegen zulegen. Welches Modell ist am besten geeignet? Ich habe von vielen anderen DJs gehört, dass MacBook Pro die beste Wahl ist. Ja, unsere Antwort dazu ist natürlich wie immer jetzt nicht einfach nur ja oder nein, sondern eben wir gehen noch tiefer rein und erklären generell mal, was ist alles wichtig für einen DJ-Laptop. Was muss der mitbringen? Von welcher Marke? Ist es vielleicht ein MacBook Pro? Geht auch ein anderer PC? Und das klären wir jetzt. Ja, also ein Desktop-PC ist auf jeden Fall keine Option. Darauf können wir uns hoffentlich schon mal einigen. Habe ich tatsächlich selber auch schon mal erlebt, ja, dass ein Kollege seinen Tower-PC mit externem Bildschirm und so weiter alles zu Hause abgebaut hat, ja, und das mit zu einem Gig genommen hat. Und also dass man das normalerweise nicht bringen kann und das auch kein professionelles Auftreten ist, wie gesagt, da sind wir uns hoffentlich einig. Also Desktop-PC keine Option. So, und am besten macht ihr es auch so, dass ihr euer Laptop ja nur fürs DJing verwendet und für sonst nichts. Ja, das muss heutzutage jetzt eben kein Tausende Euro Laptop mehr sein. Wir sind da ja schon sehr weit von der technischen Entwicklung her. Deswegen auch gibt es zwar einige 100 Euro schon Laptops, die ausreichend sind fürs DJing und dass man sich leisten kann, weswegen dann dieser Laptop auch nur fürs DJing verwendet wird. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du eine Bildschirmdiagonale von am besten, sagen wir mal, 15 Zoll hast. 13 ist okay, kann man noch machen, aber ist echt schon sehr klein. Gerade eben, wenn du ja eben mit einer DJ-Software auslegst, die sehr komplex ist. Eigentlich sind alle ja komplex, ja. Da wird immer sehr viel abgebildet, die einzelnen Decks, die Mediathek, Effekte noch und Sample-Deck und Schlag mich tot, was noch alles. Das ist einfach sehr viel, ja, deswegen, also 13 Zoll, das tut schon weh, ja, 15 Zoll wäre besser, ja, oder was ist besser? Perfekt, weil 17 Zoll ist wiederum sehr groß, das heißt, in der DJ-Booth wird dir dann sehr viel Platz wegnehmen, es ist nicht so handlich, wenn du eben unterwegs bist, schwierig, ja, da sieht man natürlich dann nochmal mehr, aber, auch weniger zu empfehlen, weil unhandlich. Dann, wichtig ist auf jeden Fall auch eine gute Lüftung. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig ist heutzutage sehr schwierig bei sehr dünnen Laptops, ja, leider auch bei diesem MacBook Pro hier ein Problem, dass er eben sehr warm wird, ja, warm ist nicht untertrieben, heiß wird. Bei einem Club-Gig, wo es eben im Club dann auch nochmal sowieso schon heiß ist. Deswegen achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall einen Laptop Ständer habt, ja, dass der ein bisschen entkoppelt ist vom Boden, oder vielleicht sogar eben so ein Laptop-Ständer oder so eine Unterlage, die nochmal eine extra Lüftung hat, gibt es auch. Ja, können wir euch auch gerne nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ja, genau. Dann ausreichend Speicherplatz einkalkulieren. Die Mediathek, die wird, solange du DJ bist, nicht mehr solange du DJ bist, immer, für den Rest deines Lebens wird deine Festplatte immer voller mit allem möglichen Kram. Ja, deswegen plan jetzt schon genügend Puffer ein, sonst musst du eine neue Festplatte kaufen, musst da was umbauen und. Muss nicht sein. So, und auf jeden Fall die Festplatte niemals komplett voll knallen. Ja, das ist mir selber auch schon passiert, weil ich nur 256 GB im MacBook hatte und habe ihn halt komplett voll gemacht, und dann hatte ich immer wieder Aussetzer beim Sound und mein DJ-Programm ist abgestürzt, weil der Computer sozusagen Freiraum zum Arbeiten braucht. Ja, es sind ja immer wieder Dateien, die rumgeschoben werden, ja, laufende Prozesse. Und wenn da einfach die Festplatte voll ist, dann ist es scheiße und der PC streikt. Deswegen maximal 75% der Festplatte auch wirklich
ja, füllen. Ja, wenn wir jetzt von unserem DJ-Laptop reden, wenn es sonst ein anderer Laptop ist und da ist nicht so wichtig, wenn da vielleicht mal was hängt, dann gerne auch ans Limit fahren. Aber hier geht es ja darum, dass wir sicher sein können, dass wir in mehrere Stunden Gig ohne Ausfälle komplett störungsfrei durchfahren können. Gut, also eine SSD-Festplatte ist heutzutage eigentlich auch jetzt nicht mehr so fancy. Klar, die sind noch ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, die sind robuster und die haben eine schnellere Datenübertragung. Schnellere Datenübertragung ist gut für dein DJ-Programm, für die Latenz und so weiter. Und Robustheit ist insofern auch gut, weil gerade mit dem Bass, ja, und den anderen Schlägen, die dann immer wieder kommen in der SSD, sind keine beweglichen Teile mehr drin und dann können sie eben auch nicht mehr so leicht kaputt gehen wie normale HDDs. Yes, also eine externe Festplatte ist nicht zu empfehlen, weil... Hier ist schön aufgelistet, Absturz, kaputt, verlieren, mehr Equipment, längere Betreibungsweg, störanfällig. Hier schöner Klassiker, ne, hast was dran gesteckt, Kabel geht aus Versehen ab, tja, dann ist auch die Mucke weg. Muss nicht sein, ja, alles unnötige Störfaktoren eben, die es auszuschließen gibt. Und dann auf jeden Fall regelmäßige Datensicherung essentiell, beim MacBook zum Beispiel mit der Time Machine oder du ziehst einfach manuell Daten rüber, die du sichern willst, aber kümmere dich auf jeden Fall darum. Dein Laptop kann geklaut werden, kann runterfliegen, irgendwas sonst kaputt gehen, ja, und dann musst du deine Daten gesichert haben, das ist ganz klar, ja. Vor allem, wenn ein Gerät so beansprucht wird wie ein DJ-Laptop. Eine gute Akkuleistung ist auch sehr zu empfehlen, ist mir selber auch schon passiert, dass ich mein Ladekabel vergessen habe, aber Gott sei Dank, der Laptop hat, das war natürlich kein stundenlanger Gig, ja, aber ich meine, es war ein 2-Stunden-Set, und der Laptop hat durchgehalten, ja, komplett. Und einmal war sogar die Zeit sozusagen bei einem längeren Gig, wo ich es mal wieder vergessen habe, so lang, wie er durchgehalten hat sozusagen, bis eine andere Person nach Hause gehen konnte, um den für mich zu holen. Ja. Deswegen auch ganz, ganz wichtiger Punkt, kann immer mal passieren, man ist unterwegs, ja, also vielleicht willst du ja eben von unterwegs auch mal auflegen, wo es sowieso überhaupt keine Steckdose gibt. Oder du willst dich eben vorbereiten auf Gigs unterwegs und so weiter und so weiter. Also eine gute Akkuleistung für einen DJ-Laptop ist auch sehr elementar. So, das ist auch noch hier zur Vollständigkeit halber, aber eigentlich muss man da nicht mehr groß drüber sprechen. Heutzutage USB 3.0 eigentlich schon Standard. Aber falls ihr irgendeine alte Kiste noch irgendwo ausgrabt, also USB 2.0 muss schon mindestens sein. Minimum. Ja. Und dann so ein kleiner Kniff auch nochmal, wenn ihr mehrere Geräte angeschlossen habt, dann schaut, wie die Architektur sozusagen in eurem PC ist, weil es kann sein, dass ihr zwar außen zwei Anschlüsse seht, die führen aber innen zusammen. Ja? Und dann kann es doch wieder schwierig sein mit der Datenübertragung, dass es vielleicht ein bisschen viel wird. Dann lieber von eben links und rechts die Geräte anschließen. Könnt ihr checken intern eben in den Systemeinstellungen. Ja, eine beleuchtete Tastatur ist auch was Feines. Eben gerade im Club ist es dunkel oder sonst wo ihr liegt, nachts auf dem Festival, egal, irgendwo was dunkel ist, auf, Tastaturbeleuchtung, feine Sache, muss eigentlich sein, ja. Und auch eine hohe Auflösung vom Display ist halt geil, weil du siehst dann auf denselben 15 Zoll wie bei einem anderen Laptop deutlich mehr. Ja. Auch wieder gerade eben, wenn du mit einem DJ-Programm auflegst, dann ist das sehr nützlich. Eine robuste Verarbeitung ist auch nützlich, logischerweise, denn du wirst das Ding viel bewegen, ja. Es kommen regelmäßig Schläge dran, in den Rucksack rein, raus, ja, irgendwie auf Reisen, am DJ-Pult und wieder rein, bam, 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 bam. Deswegen auch hier eine robuste Verarbeitung wichtig, kein klappriges Ding da besorgen. Und zum Betriebssystem, ja, ist natürlich an sich egal, was du nutzt, aber es ist logischerweise kein Zufall, dass so viele DJs macOS verwenden, ja. Weil, ja, natürlich kann es sein, dass manchmal Software, eben Skripte oder irgendwelche Add-ons nur für Windows zur Verfügung stehen, aber das ist extrem selten. Habe ich eigentlich eher auch nur in privaten Situationen erlebt und nicht beim DJing, weil eben die ganzen Softwareentwickler wissen, dass die meisten Künstler macOS benutzen und deswegen auch die Programme dafür, ja, geschrieben werden. Ja, macOS ist nämlich insgesamt ein sehr stabiles, ein sehr effizientes und ein sehr sicheres Betriebssystem. Windows hat jetzt auch mit den letzten Versionen nochmal ordentlich einen draufgelegt, nachgelegt, ja, aber vor einigen Jahren noch war Windows ziemliche Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben kein Zufall, dass so viele DJs vor allem eben auch auf macOS vertrauen.
Ja, die sind nämlich auch noch sehr schön robust verarbeitet hier mit diesem Aluminium Unibody Gehäuse und haben vor allem auch noch einen hohen Wiederverkaufswert, wenn ihr das Ding mal loswerden wolltet, um euch zum Beispiel einen besseren zu holen. Yes. Die Systemvoraussetzungen könnt ihr einfach bei den Softwareherstellern checken, aber heutzutage ist eigentlich jeder Laptop gut genug. Ja, also da geht es dann eher darum, wenn ihr zum Beispiel parallel noch Live-Producing machen wollt und noch eine andere Software im Hintergrund laufen habt oder ja, andere komplexe Dinge macht, aber einfach nur DJ-Programm, da langen die Laptops heutzutage eigentlich alle ja, aus und da könnt ihr euch eben auch einen normalen Windows-Laptop für ein paar hundert Euro holen. Es ist natürlich auch mal ein bisschen Geschmackssache. Klar, mit welcher Marke kann man sich identifizieren. Mag ich vielleicht eben auch dieses Betriebssystem an sich, wie das Handling ist, sehr gerne, ja, und wie das mit dem Trackpad hier funktioniert und schlag mich tot, was man alles noch so für Argumente haben kann. Aber eben, um auch die Frage eingangs nochmal zu beantworten, ein MacBook Pro ist definitiv eine gute Wahl. Klar, ab 2012 kann man sich mit Sicherheit jedes Modell holen, ohne Probleme. Wie gesagt, nutzt halt den am besten ausschließlich fürs DJing. Und ja, wenn du sonst auch vor allem alle Hintergrundprozesse ausschaltest, Bluetooth aus, WLAN aus, ja, alle Programme beenden, ne? Reiner Fokus aufs DJing, dann wird da eigentlich auch nichts schief gehen und dann bist du auch safe, da einige Stunden ja, ohne Abstürze und sonstiges rumzukriegen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast dir einiges mitnehmen können, auch über die eigentliche Frage hinaus. Wie immer findest du die Präsentation kostenlos in der Videobeschreibung. Ja, da ist ein Link, da kannst du dir die direkt runterladen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es vor allem auch mit deinen Freunden und Kollegen, um denen auch die Tipps weiterzugeben. Und in diesem Sinne, wie immer, unser bewährter Abschluss. Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video und wünschen dir bis dahin alles Gute. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.